Hast du wieder auf irgendjemand geschossen da, oder? Nur ein bisschen, aber... Was heißt nur ein bisschen? So, das machen wir so hier. Wir können die Map mal wieder kleiner werden, so. Ich finde das nice, das gefällt mir gerade voll. Hat er noch gar nicht genug Power zum Abheben. Weil's mein Ding ist. Ja, so. Wie kann man denn nur ein bisschen auf jemanden schießen? Das würde mich mal interessieren. Ein paar Magazine. Moin Moin und schön gestanden, liebe Rekruten, ich begrüße euch herzlichst. Zurück zu GDA Online mit Fab. Wir stüßen jetzt einfach nochmal so ein bisschen rum. Hallo Fab übrigens. Max, mir ist was passiert. Ich wollte nur ein bisschen Obst kaufen. Jetzt ist hier Rambazamba im Laden. Ich weiß nicht, wo es liegt. Ja, ich bin auf dem Weg. Guck mir das mal an. Ich komme hier sonst nicht weg. Mir ist das voll merkwürdig. Ich weiß auch nicht, was die wollen von mir. Hast du wieder auf irgendjemand geschossen da, oder? Nur ein bisschen. Was heißt nur ein bisschen? Ja, so. Wie kann man denn nur ein bisschen auf jemanden schießen? Das würde mich mal interessieren. Ein paar Magazine. Ein paar Märge sind, oh Gott. Das war ein bisschen zu weit. So. Kipsa, Chipsa. So, jetzt bin ich mal gespannt. Hallo, Fab. Hi, Max. Ich bin noch ungefähr 800 Meter von euch entfernt. Ja. Ich bin mal ganz gespannt, was mich da so als kleine Überraschung erwartet. Habt ihr da eine kleine Surprise-Party für mich veranstaltet? Surprise-Party, ja. Surprise-Party, man. Das Obst ist irgendwie so unordentlich. Ich weiß nicht, wo. Ah, Ananas. Wie kann man nochmal das Licht von seinem Auto einschalten, beziehungsweise das Fernlicht? Ich mache Obstsaft gerade. Nice. So ein bisschen Smoothie. Mit H. Ah, so. Den verteile ich auf den Fußboden. Don't get on my nerves, Alter. So. Okay, ich sehe schon, hier ist auf jeden Fall was los. Hier ist so ein SWAT-Heino. Was geht ab, Alter? Was geht ab? Alles klar, Mann. Okay. Oh, hier ist richtig Action. Okay. Also Helikopter sind hier, Polizisten stehen hier vor der Tür. Hier ist auf jeden Fall richtig was los. Du musst aufpassen, eine Karre brennt da. Ja, ich sehe das schon. Ich versuche mal einfach so ganz dezent reinzukommen zu euch. Oh Gott, komm. Hi, komm nicht hier droppen die Frames, Alter. Hallo. ich überlege, ich habe ja noch nichts verbrochen. Oh Gott, scheiße, ja. Du bist mir ins Feuer gelatscht. Ich weiß, nicht so schlimm. Ich wollte gerade sagen, ich habe noch nichts verbrochen. Ich kann ja von draußen irgendwie Stissel machen. Bin mal gespannt, ich kann mal gucken. da vorne was. Ich kann ja einfach mal von draußen... Wie mit dem Kanister ein bisschen Benzin. Ich habe kein Benzin mehr, oder? Da, Tränengas. Ich will ein bisschen Tränengas reinschmeißen. Tränentras. Oh Gott, ich bin erschossen worden. Tränentras. Ich habe einen Fehler gemacht. So, Achtung, ich schmeiß mal jetzt einfach rein da. Zack. Wir räuchern die jetzt einfach mal alle aus da. Noch habe ich keine Sterne bekommen, doch jetzt habe ich welche. Jetzt geht's richtig ab hier, Alter. Was wollt ihr eigentlich? Sweet Boys of Love. Genau, okay. Bleib mal da, halt mal deine Position, dann baller ich da noch ein bisschen. Oh Gott, ich krieg hart auf die Fresse. So, das war der entscheidende Schuss, der gefehlt hat. Ich nehme mal hier mein, das MG ist nämlich ziemlich fett. Fab ist da, okay, wow. Das gefällt mir. Was ist denn mit deiner Karre? Die steht da noch, ne? Bruder, nee, die ist kaputt, oder? Weiß ich nicht. Kriegen wir die raus? Ah, der Polizist! Oh Gott, den habe ich nicht gesehen. Das ist so dunkel. Kriegen wir die Karre da raus operiert? Ja, doch, das geht. Steig ein, Fab. Komm, steig ein. Ja, ich versuch's. Ich muss einmal komplett rumlaufen und warte, zwei Autos. Ja, gut, okay. Egal, komm, du schaffst es. Okay, los. Ey, get me out of here. Straight out of Compton, Alter. Warte, los. Oh Gott. Ah, ein bisschen knapp jetzt gerade. Wir kriegen's hin. Wir kriegen's hin, ja. Oh, leichte Verfolgungsjagd. Jetzt guck mal, da hinten haben wir noch Helis. Ganz leicht. Was machst du? Oh, ich bin rausgesprungen. Entschuldigung. Was? Ich hab das Steuer übernommen. Warte, ich komm zu dir. Fuck, ich hab aus Versehen die falsche Taste gedrückt. Nice, hallo. Oh Gott. Fahr los. Ich bin gleich tot. Oh mein Gott, fahr los. Ich fahr doch schon. Ich schieß. Oh mein Gott. Mehr als fahren und schießen kann ich nicht. Ja, eben. Oh Gott, die sind hinter uns. Alter, die hängen da aber richtig. Schieß nach vorne. Nach vorne soll ich schießen? Nein, ich schieß nach vorne. Achso, okay. Alter, habe ich noch irgendwas zu essen im Inventar? Das wäre eine gute Frage. Snacks? Oh ja, tatsächlich. Habe ich noch eine Panzerung? Gehen Sie weg da. Nee, leider nicht. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Warte, ich gehe mal in die Ego-Ansicht. Ich habe einen Kopf getötet. In die Ego-Perspective. Ah! Boah, Alter, das ist auch richtig... Oh Gott! Verfährt aber auch wieder letzte Berserker, muss man dazu mal sagen. So ein bisschen Zickzack hier um die... Ja, ich kann die gar nicht treffen dann deswegen. Warte mal, wenn ich aber in der anderen Ansicht bin, dann geht das irgendwie kurioserweise. Kann man besser richtig nach hinten schießen. Okay, ich habe den Fahrer versucht auszunocken. Ob das geklappt hat, könnte sein. Oder, oh Gott, Alter, wo ist der denn gejumpt, Alter? Oh Gott, hier steht noch einer. Okay, auch getroffen, nice. Was können wir für Knarren hier auswählen? Billigknarre. Klassische Pistole, Leuchtpistole. Können wir ein bisschen kurz den Polizisten zeigen, wo sie eigentlich hinfahren sollen? Und zwar da hinten. Oh, Alter. Oh nein, ich bin tot. Guck mal, wie ich auf deinen Schoß gesackt bin. Oh, er ist eingeschlafen. Oh, er war so müde. Du musst mich abholen.
Wo bist denn du? Ja, okay, ich sehe dich, ich sehe dich, ich sehe dich. Bleib, wo du bist, bleib. Ja, ich, ja, hab's, okay, okay, okay. Ich hab's nicht mehr geschafft. Lebst du noch? Nee. Nein, du bist tot. Nice. Okay, okay, okay. Wir treffen uns beim Flughafen, okay? Ja, ich glaube, okay. Ich bin hinter dir. Ich oh, bin Gott. Hinter- oh Gott. Oh Gott. Wer hat dich denn da umgefahren? Das war irgendein Typ hier. Warte, wir brauchen eine Knarre. Das war eine Lady, Alter. Und die kriegt jetzt erstmal eins auf den Bild. Fahr los, fahr los, fahr los. Ja, komm. Schneller. Ja, ich komm doch schon. Ich bin doch schon da. Oh, Rage Mode, da kommt wieder so ein großer Bus. Ah, ich will den Fahrer kriegen. Ja, die waren schon alle hier. Die haben sich dann nur ein neues Ziel gesucht. Ja, ich geb Gas, ich geb Gas. Ich drück das bis aufs Bodenblech durch. Oh, da hinten ist irgendwas explodiert. Hast du gesehen? Ja, hab ich gesehen. Krass. Fahr um. Okay, egal. Wer ist denn das da hinten? Keine das Ahnung. Ist Gadget. Achso, nee, Gadget meine ich nicht. Meine rechts hier die Passantin. Aber egal. Okay. Mach einen heftigen Jump jetzt. Juhu! Aufs Dach. Nee, schaffen wir nicht. Okay. Boing. Lass du den Sprung-Dingern da, wenn's geht. Okay. Oh Gott. Hey, Gadget, Start des Events. Ein Monster-Stunt, was Event? Nee. In dein Luftfahrzeug und bereite dich auf die Luftkontrollpunkte. Geil. Ah, guck mal, hier ist irgendein Event, findet ihr jetzt gerade statt. So ein Free-Mode-Event. Noch 30 Sekunden. Natürlich wäre es fett hier links. Ich ruf schon links. Mal Pegasus an. Links, 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 links. Da. Da ist schon mal einmal die Velum und ja, links. Ja, die Velum oder will ich nicht. Nee, ich will auch so ein Sprung-Ding. Hätte ich ganz gerne eigentlich. Ja, steig mal da aus. Oh, ich muss mal ganz kurz Lester anrufen. Ich hoffe, ich krieg den Flieger. Ja, ich krieg den Flieger, nice. Wie kriegst du den denn? Wie machst du das? Also ja. Du hast es gekauft, das ich Teil, hab, ne? Ich hab's gekauft und hab's angefordert. Scheiße, ich kann nicht. Ich hab kein Geld, glaube ich. Oder ich weiß nicht, was das ist. Was geht schon los? Ich will aber nicht diese blöde Velum. Sammle so viele Kontrollpunkte wie möglich. Okay, okay, ich nehm das die Velum, das ist nix. Ich will diese Kack-Velum nicht nehmen, aber ich nehme sie jetzt trotzdem. Das ist dein Ding, Fab. Du kannst das, ne? Ja. Ich probier's. Voll so. Ja, voll, ja, es gibt voll viele Kontrollpunkte, habe ich das ja, Gefühl. Ja, die sind überall verteilt, ne? Alter, das riecht alter Schwede. Guck dir mal die Map unten an. Ja, das ist die ganze Alter. Map ist voll davon. Nice, I like that. I actually do really, really Verbleiben enjoy that. 120. Ich geh mal in die Außenansicht, ich glaube, es ist besser. Oh Gott, ob wir hier rüberkommen. Oh Gott, oh Gott. Alter, das war gerade todesknapp, so, ne? So, das machen wir so hier. Können die Map mal wieder kleiner werden, so. Ich finde das nice, das gefällt mir gerade voll. Ich hatte noch gar nicht genug Power zum mein Ding ist. Ja. Alter, wie langsam dieses scheiß Flugzeug ist. Was geht denn da hinten mit dem Wasser? Achso, das ist ich nicht. Da hinten ist gerade voll Party am Wasser. Party oh, im Wasser. Ach komm, ich bin auf Platz 1. Ich bin vorbeigeflogen. Schon drei Stück. Ja, ich glaube, ich muss eher die da oben nehmen. Da habe ich, glaube ich, ein bisschen mehr Chance mit. Ich werde nicht Erster, ich werde auch nicht Zweiter. Fab hat schon vier, Alter. Ich habe noch keinen einzigen. Diese Velum ist so kack langsam. Das ist so unfassbar nervig, Alter. Ja. Wie lange aber dem, die Mellert ist auch nicht das Schnellste, ne? Das Schnellste aber die ist wirklich, ist gut schnell. Wenn du einen Düsenjäger nimmst, dann bist du ja am Schnellsten. Ja, aber die sind halt nicht so wendig, ne? Ja, also beziehungsweise der Nachteil ist gleichzeitig, dass sie schnell sind. Das ist der Vorteil und der Nachteil. Oh, ich wollte gerade sagen, wenn ich den nicht gekriegt hätte. Okay, wir nehmen den da hinten. Oh, du hast schon 8 Stück, Alter, bei dir läuft. Ja. Ey, diese fucking Velum ist so mega scheiße langsam. Oh Gott, den kriegen wir nicht. Oh Gott, doch, den kriegen wir. Okay, nice. Okay, ziehen und... Alter, die sind aber auch echt, die sind echt mies platziert. Das, platziert hier das Problem ne? ist, dass es auch dunkel ist, ne? Und du siehst ja, ja. halt nicht, was ist denn da sonst Gebäude noch so. Ne? Und ich mach's extra so, dass ich teilweise, Alter. Oh Gott, teilweise auf den Kopf fliege in der Innenansicht, damit ich mehr sehe. Oh mein Gott. So hier. Auf dem Kopf fliegen? Ja, ich fliege in der Innenansicht auf dem Kopf, damit ich mehr sehe vom Boden. Also ja, was da auf dem Boden ist. Ja, weil du siehst ja nicht, was unter deinem Flugzeug ist. Wie krass das hier verteilt, Alter. Das ist ja unfassbar. Oh Gott. Richtig ist ja unfassbar, ich stehe. Wie soll ich den denn kriegen? Den habe ich nicht bekommen. Oh Gott. Da bin ich falsch angeflogen. Oh Gott. Alter. Kurze kleine Bewegung falsch. Oh, das ist richtig ungünstig hier gemacht. Oh Gott, das war richtig knapp. Fast gegen den Baum. Da hinten noch ein. Alter, egal wo man hier hinfliegt, überall sind die Dinger verteilt. Ist ja krass. I like that. I licky. So, like jetzt mach ich eine Rolle. Und versuch wieder Rolle in fällt. Die Stadt zu kommen. Wie scheiße langsam dieses Flugzeug ist. Es macht einfach keinen Spaß damit. Oh mein Gott. So. Mal ganz gemütlich kann man die Dinger hier einsammeln. Oh, ein bisschen dann, Tempo jetzt drauf. Dann fliege ich hier einfach die Straße ab. Das geht auch. Ob das jetzt eine gute Idee war, weiß ich nicht. Werden wir gleich sehen. Wahrscheinlich nicht. Boah, nein, ich hab's nicht bekommen. Fuuuuck. Egal, ich muss wieder zur Stadt zurück. Wenn man zu weit außerhalb 7 fährt, Minuten geht der Event. Das, das Event? Kommt hin, das passt. Event, oder? Das passt. Das Event. Der die das der Event. Oder das? Der Event? Nee, das Event. Der Eventveranstalter. Die Eventmanagerin. Der Eventmanager. Alter, aber hier sind keine mehr. Das ist doch scheiße. Wieso? Mist, was sind das für Punkte den einen da vorne? Ich jetzt diese verpasst. Blauen Flugzeugdinger. Das sind Races wahrscheinlich, ne? Flugzeugraces. Weiß ich nicht. Er hat schon 17 Stück, Alter. Nicht schlecht. Muss ich ganz ja, ehrlich sagen. Ja, aber das verkacke ich gerade hier. Ja, ganz ehrlich, Fab, sowas passiert halt einfach mal.
Oh Gott. Ey, wieso? Och, man muss ja so genau durchfliegen, das ist doch fast gar nicht machbar, Alter. So, jetzt weiß ich nicht, ob das was wird hier. Es kann auch passieren, dass ich jetzt am Berg zerschelle. Ich versuch's jetzt mal hier. Nee, doch nicht. Alter, dieses Flugzeug lässt sich aber auch echt schwierig kontrollieren. So, dann den anderen Punkt noch. So, komm on. Ich bin ziemlich weit weg von anderen Punkten jetzt, glaube ich. Also ich bin auch nicht sehr ganz weit sicher. Weg eben geflogen. Weiß nicht, wie... Oh Gott, hier ist ein Kran. Oh Gott. Alter, man sieht die ja gar nicht. Okay. Okay, I got that. Da oben auf dem Berg. I really do got that. Okay, das wird ungünstig. Das wird richtig ungünstig. Oh Gott. Okay, langsam ist tiefschwarze Nacht. Wir haben 2.21 Uhr in-game. Ja, aber wenn man hier über der City fliegt, ey, das sieht voll geil aus mit dem Riesenrad, mit diesem LED-Lampen da und sowas. LED-Lampen? Das sieht voll fett aus. Ja, oder was weiß ich, was das für Lampen sein sollen, keine Ahnung. Ja, weiß ich auch nicht. Oh fuck, wo sind die ganzen Punkte hin? Ich fliege jetzt einfach mal nach rechts zum Del Piero. Die Punkte? Del Piero. Da ist zum Beispiel ein fetter Point. 21. Aber guck mal, ich bin hier relativ, in Anführungszeichen, ich knapp. Ich sehe den nicht, wo ist er? Nicht, aber da ist er. Ich bin auf jeden Fall hinter dir. Sich versteckt. Sieht voll geil aus hier, dieses Del Piero. Heißt das Piero oder Piero? Del Piero, glaube ich. Piero, ne? Da vorne ist noch einer am Strand. Ja, ich sag auch oft Del Piero. Ah, den kriege ich nicht. Oh Gott. Oh, wir sind sehr knapp. Ich bin abgestürzt. Nice. Das heißt... Okay, ich brauche ein Flugzeug ganz dringend und ich brauche ein Fahrzeug ganz dringend. Oh, heißt, hier steht eins. Ich bin bei einem Flugzeug gespawnt. Das ist geil. Ich glaube, die stehen da überall rum. Das kann das ja sein. Ja, man spawnt, glaube ich, dann mit Absicht bei einem Flugzeug, wenn du in einem Flugzeug stirbst. Ah, ich dachte, du hast jetzt erstmal, bist jetzt erstmal für eine gewisse Zeit ausgenockt. Aber das ist voll das schlechte Flugzeug. Was ist das für eins? Eine Velum? Nee, das ist irgend so ein billig... Gerät. Oh Gott, was heißt denn Billiggerät? Ja, weiß ich nicht. Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, wie der Name ist. Gibt es nicht den Bodo sogar, den man in GTA 3, der nie geflogen ist? Ja, den gibt es schon und der fliegt auch. Das ist das Wasserflugzeug. So ja, echt? Ja, und jetzt habe ich auch was richtig kacke fliegt. Nice. Ich werde anfordern. Oh nein! Okay, ungünstig. Ich werde sterben. Das bringt mir jetzt auch nichts mehr rauszuspringen. Scheiße. Pegasus. Ja, ich bin leider gegen so einen. Ich werde die Mallard anfordern. Aber die bringen sie dir doch eh erstmal zum Flughafen, oder? Ja, ich muss da hin. Ach ja, tatsächlich. Das Flugzeug meinst du, ja, es ist natürlich scheiße, aber egal, ganz ehrlich. Schlechter als das, als die Velum kann das nicht sein. Wie heißt denn das Teil? Warte, wo steht das? Ich kann überhaupt nicht sehen, wo die mir das Ding abgestellt haben. Geht gar nicht hier. Komm, gib Stoff, Flugzeug, gib Stoff. Die haben mir gesagt, Nearest Airfield und ich sehe es einfach nicht auf der Karte, weil hier so viele Punkte sind. Wahrscheinlich ist das irgendwo da hinten mit. Oh Gott, das ist egal, ich sammle trotzdem weiter ein. Ist ja furchtbar. Ich fliege einfach Richtung Flughafen und sammle weiter ein. Wie lange geht das? Wir sind noch 3,52. Hier ist noch was machbar. Oh Gott, abheben. Oh Gott, ich komme fast nicht hoch mit dem Teil. Weiß nicht, wie ich das jetzt schaffen soll. Ey, das ist ja noch langsamer als das Velum. Oh mein Gott. Na, wobei langsamer geht eigentlich fast gar nicht. Wo bin ich eigentlich? Gott, sieht das einfach sexy aus hier. Sexy? So, ich bin einfach so weit weg von den ganzen Punkten, ey. So, ich hoffe, dass der Flughafen stimmt. Und die das nicht irgendwo anders hingestellt haben. Ey, ich sehe einfach keinen Punkt. Ich weiß nicht, wo. Ich kann es nicht sehen. Doch, jetzt sehe ich es. Ich habe es gerade auf der Karte gesehen. Also die Richtung stimmt. Als ob so ein Flugzeug so langsam fliegen würde. Wie bescheuert. Als ob. So, Alter. In der Nacht ist es ganz echt nicht ohne, muss ich ganz ehrlich sagen. Zack. Oh, das ist natürlich mit der Brücke da ein bisschen ungünstig. Ich glaube, das kriegen wir mit dem Flugzeug nicht gebacken. Doch, das aber kann man. Ja, mit dem, das hat so lange Tragflächen. Ja, das hat meins auch gerade und ich krieg das hier hin mit den Brücken. Ist aber so, ich krieg's nicht gebacken, ja, okay. Sagen wir so. Und tipp. Und jetzt hier unten nochmal. Da fliegen ist in GTA teilweise echt meine Lieblingsbeschäftigung geworden. Ja, das weiß ich. Ich habe eine Zeit lang auch echt viel so mit der BMX rumgefahren, aber rumfliegen ist halt auch geil. Oh Gott. Mit dem BMX meine ich. Mit dem BMX rumfliegen ist natürlich mega fett. Mit dem B-Cycle Motocross. Recycle, so, kurz mal hier abstürzen. Oh, jetzt könnte das hier. Oh, das könnte was werden. Jetzt unter der Brücke durch, Alter. Pass auf. Das wird jetzt heftig. Doch, heftiger Scheiß Stunt, Alter. Heftiger Stunt. Oh, kurz mal hier gecrashed. Welcome to Jackass. So, jetzt muss ich laufen. Lauf. 36. Ich habe einen guten Vorsprung von 10 Punkten. Ja, wobei der 10-Punkte-Vorsprung ist schon. Ist mir auf den Fersen. So leicht kommst du mir nicht davon. Ich stopp mir die Mallard und dann geht's wieder ab in die Stadt. Komm schon, steig ein! Die Scheiße, weit weg diese blöden Punkte auch sind, aber da können wir noch einen holen. Alright. Alrighty, boy. I like that. You like that? Yeah, we like that too. Yes, I like that. I love it. I don't like it, I love it. I really like that. Ka-ching, Alter, ka-ching!
Ich habe heute schon mal ein Freemode-Event gemacht. Das war ganz nice. Welches denn? Oh Gott, der Kran. Alter. Mit so einem gelben Kreis, wo man sich drinnen befinden muss, ja, und der Kreis darf, wandert. Ne? Ja, und genau, man darf nicht raus, weil man sonst explodiert. Das wollte ich auch gerne mal machen. Das finde ich eigentlich eine ziemlich, ziemlich fette Idee. Man muss sich so rausdrehen. Oh, das ist, ne, da so drinne. Da wäre ich jetzt nicht reingekommen. Egal, ich fliege woanders lang. Ich fliege hier unter den ganzen Brücken längs. Läuft bei mir, Alter. Da muss man sich so rausdrängen, halt killen. Ja, da komme so, ich, ne, nicht ran. Kann das sein? Was? Bei diesem Event musste man sich so killen, damit die Leute da rausgehen und so, ne? Oder abdrängen halt sozusagen. Ja, abdrängen, ne? Genau. Du musst die anderen versuchen rauszudrängen, das ist voll mies. Das ist schon echt cool, ey. Oh, Fab, jetzt bin ich immer, ja, bei 6 bin ich immer noch hinter dir. Ich bin 6 hinter dir. Dieses Flugzeug ist so todeslangsam, dass dies schon fast keinen Spaß mehr bringt. Keinen Spaß. Nein, so, ich bleib jetzt mal in der Außenansicht. Ja, ich bin die ganze Zeit in der Außensicht. Guck mal, der da hinten zum Beispiel, sehr dumm, dass ich irgendwo hin, wo Punkte sind. Ja, wobei, was sagt denn die Karte? Ja, eigentlich sind hier überall welche verteilt. Ja, ich bin jetzt irgendwie weit weg von Punkten, das heißt, ich muss jetzt mal... Da sind wir die gleichen, ich sehe nämlich keinen einzigen von euch auf der Map irgendwie die ganze Zeit. Alter, hier gibt's noch derbe viele Punkte, aber ich, Oh, da hinten fliegt jemand, kann das sein? Ah, warte mal, oder? Da. Weiß ich nicht. Ich weiß da es nicht. Unten, den nehmen wir mit. I do not know that. Der ist da so oben drüber, da müssen wir aufpassen. Hi, Max. Alle Fab. Hi, Max. Guck mal, mein Haus hier läuft, zack. Die Häuser sind echt schick gemacht hier, ne? Also generell, wie das alles gemodelt ist und so. Ja, ja, das ist so. Rockstar, ist so. Ja, wie man gerne sagt, Rockstar, weiß, wie es geht, ne? Rockstizzle. Rock to the stizzle. Act to the rizzle. Beat to the shizzle. Nicht zu verwechseln mit Rockschwerer. Oh, Ende des Events, 10 Sekunden noch. Okay, Fab werden wir nicht mal einholen, aber vielleicht kriegen wir den da oben noch. Ne, den werden wir auch nicht mehr kriegen. Kriegen wir den da oben noch. Ah, ja, der ist richtig weit oben, der Punkt. Zwei. Ich hab mir auch von oben jetzt einen runtergeholt. Jetzt stürze ich mich runter. Aber voll viel Kohle kassiert, Alter. 4000. Du wurdest 4500. Wie viel hast du? 4500. Okay, ich hab 4000. 500 ist jetzt nicht so der mega Unterschied, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber wieso? Du bist Zweiter geworden. Ja, ich meine, aber Zweiter ist nicht Erster, ne? Von 5 Leuten auf einer Map ist doch okay. Guck mal, hier steht nicht Penis, sondern Penris. Penris? Oh, das Fahrzeug wird sich selbst zerstören. Warum? Was soll das? Geil. Was, ja, das weil, denn? Weil das zum Freemode-Event gehört. Was ist das für ein Scheiß hier, ey? So, jetzt okay, gucken wir mal, okay, wo der, okay, okay, da okay, ist gelber okay. Spinnissel, da ist Max. Warte mal, ich komm mal zu dir, das, oh, will mein, ich sehen. Mein Fallschirm. Bist du rausgesprungen? Warum bist du... Ja, ich wollte da oben rauf. Alter, dein Scheiße. Flieger ist auf dem EIAA-Building zerstört. Fuck, ich wollte da rauf, Mann. Das ist voll da drauf gedonnert. Ja, da ja, liegt noch das Wrack, ich kann dein Wrack sehen. Geil. Nice. Oh, hier ist auch irgendwas explodiert gerade, was auch immer das macht. Wo bist du jetzt? Ein Heli ist runtergekommen, nice, was ist das denn? Okay, Leute, wir wiegen jetzt die Banane ab, würde ich sagen. Es hat mir eine Menge Spaß gemacht, diese Freemode-Events, wenn man die so... Ich sag mal so, on the fly einbindet, ist eigentlich ganz nice. Fab, vielen Spaß, Quatsch. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ja, gerne. Und schaut beim Fab vorbei. Wir sehen uns in der nächsten Folge von GTA. Ciao, Leute. Tschüss.